Moin, heute geht es um die Lunge. Doch kann sie eigentlich noch mehr als nur Luft holen? Warum macht Rauchen die Lunge kaputt und wie eigentlich? Warum kann der Mensch nicht unter Wasser atmen? Warum können manche Menschen so lange die Luft anhalten? Und was passiert mit der Lunge, wenn ich mich kaum bewege und viel liege? Schreib deine Antworten gerne vorher auf. Falls du dir Notizen machen möchtest, kannst du sie mit meinen am Ende vergleichen. Zuerst ein paar allgemeine Infos zur Lunge und dann meine Antworten. Die Lunge ist mehr als nur Sauerstoff rein und Kohlenstoffdioxid raus. Sie besitzt zwei Flügel. Der rechte besteht aus 3 Lappen und 10 Segmenten. Der linke aus 2 Lappen und 9 Segmenten. Die Lunge fasst beim Erwachsenen im Schnitt zwischen 5 bis 6 Liter, also circa so viel wie ein angebrochener Kasten Bier. Außerdem ist sie auf die Atemmuskulatur angewiesen, damit der Gasaustausch stattfinden kann, getreu dem Motto, die Arbeit erledigt sich nicht von allein. Bei den Gefäßen ist wichtig zu verstehen, dass die Lunge Gefäße besitzt für den Gasaustausch und Gefäße, um sich selbst zu versorgen. Der Nerv legt sich einfach an die Gefäße und gelangt so ins Innere, wie ein Ninja. Wenn du es lesen möchtest, halte das Video einfach kurz an. Die Lungenbläschen heißen auch Alveolen. Und damit diese beim Atmen nicht kollabieren, bestehen sie aus festen und elastischen Fasern und werden mit dem sogenannten Surfactant überzogen. Dieser sorgt dafür, dass die Oberflächenspannung der Alveolen abnimmt und diese dann auch bei der Ausatmung rund bleiben. Außerdem reguliert die Lunge den pH-Wert des Blutes über den Gasaustausch, reinigt die eingeatmete Luft und Teile des Blutes von Erregern und produziert auch noch Hormone, zum Beispiel Serotonin, das Glückshormon. Nur, dass es in diesem Fall die Bewegung des Darms erhöht, die Thrombozyten aktiviert und so die Blutstillung beginnt oder auch Arterien engstellt. Das ist einiges und du kannst auch noch tiefer in das Thema einsteigen. Dazu habe ich dir meine Literatur und Seiten in der Beschreibung verlinkt. Doch jetzt komme ich erstmal zu den Antworten. Je nach Quelle sind es mal mehr oder weniger Substanzen, die sich im Zigarettenrauch befinden. Was aber klar ist, es sind viele, und zwar weit über 1000 Stück. Wow. Circa 250 davon sind giftig und oder krebserregend. Ich habe mir mal ein paar Klassiker rausgesucht und stelle dir nun dessen Wirkung auf den Körper und die Lunge vor. Polonium-210 ist ein radioaktives Element. 7 Pikogramm reichen aus, um einen Menschen zu töten. Das ist 1 Milliarde mal leichter als ein Sandkorn. Schwer vorstellbar. Das Hauptproblem hierbei ist die Alpha-Strahlung, die zu freien Radikalen führen, was nichts anderes als Stress für die Zellen bedeutet. Außerdem kann dies zu Veränderungen in der DNA führen, die Folge Krebs. Es besitzt eine effektive Halbwertszeit von 46 Tagen. Also genug Zeit, wenn es mal im Körper ist, Probleme zu verursachen. Für diejenigen, die es interessiert, beträgt die jährliche Strahlenbelastung beim Rauchen von 20 Zigaretten täglich bei 0,28 Millisievert pro Jahr, was unterhalb des gesetzlichen Grenzwertes von 1 Millisievert pro Jahr für eine dauerhafte Strahlenbelastung liegt. Trotzdem sei gesagt, dass es nicht möglich ist abzuschätzen, wie viel zu viel ist. Generell gilt, so wenig Strahlung wie möglich, so viel wie nötig. Hashtag auf in die Sonne. Blausäure sorgt mitunter dazu, dass die Flimmerhärchen der Lunge kaputt gehen, da ihre Regeneration unterdrückt wird. Stell dir vor, deine Haare wachsen nicht mehr nach, wenn sie dir ausfallen. Thema Glatze. Außerdem ist die Substanz ab einer Konzentration von 1 bis 2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht tödlich. Falls dir der Begriff Zyklon B etwas sagen sollte, das ist Blausäure. Die giftige Wirkung entsteht dadurch, dass es die Aufnahme von Sauerstoff in der Atmungskette verhindert. Dies bezeichnet man auch als innere Erstickung, da genügend Sauerstoff im Blut ist, aber dieser nicht in die Zellen gelangt. Wichtig zu wissen ist, dass der Körper 10 bis 20 Milligramm Blausäure relativ einfach entschärfen kann. Das heißt, die Raucher können sich beruhigen. Es gibt natürlich noch viele andere Stoffe mit verschiedenen Wirkungen auf den Körper. Ein wichtiger Hinweis ist, dass die einzelnen Bestandteile sich gegenseitig verstärken können. Und da bin ich doch
wieder fasziniert, mit welchen Herausforderungen der Körper zurechtkommt. Der Klassiker darf natürlich in der Auflistung nicht fehlen. Der wohl bekannteste Inhaltsstoff, Nikotin, dem die Suchtwirkung zugeschrieben wird, wäre ohne die ganzen anderen Inhaltsstoffe gar nicht so süchtig machend. Und trotzdem macht es in Kombination physisch so abhängig wie Alkohol und psychisch wie Kokain. Oder anders ausgedrückt, es ist sehr schwer für viele Menschen davon loszukommen. Die Wirkung reicht von aufputschend über entspannend bis zu kotzend über der Schüssel hängen, je nach Dosierung. Und für die Interessierten, die Leber baut das Nikotin ab, Halbwertszeit 1 bis 2 Stunden. Das Erstaunliche ist, dass es rein physiologisch möglich ist. Das heißt, die Alveolen können den Sauerstoff aus dem Wasser aufnehmen und auch Kohlenstoffdioxid abgeben. Das Problem ist nur die Menge. Stell dir vor, du produzierst mehr Müll, als die Müllabfuhr mitnehmen kann. Und so wächst dein Müllberg stetig, bis du nicht mehr aus deiner Haustür kommst. Okay. So auch im Körper. Das heißt, dem Körper geht nicht nur der Sauerstoff aus, den er für die Energiegewinnung in den Zellen benötigt, vergleichbar mit dem Stromausfall in deinem Körper, sondern auch eine Übersäuerung des Blutes durch den Anstieg von Kohlenstoffdioxid, was einen niedrigen Blut-pH-Wert zur Folge hat und was wiederum dazu führt, dass dem Gehirn Glukose fehlt, und das führt dann wiederum zu Bewusstseinseinschränkungen und zum Tod. Es gibt aber die sogenannte Flüssigkeitsatmung. Hierbei atmet der Organismus Perfluorkarbone, was aussieht wie Wasser. Diese Flüssigkeit ist in der Lage, genügend O2 und CO2 auszutauschen. Es gab sogar schon mal einen Versuch am Menschen und dieser konnte tatsächlich trotz Flüssigkeit in der Lunge atmen. Das Hauptproblem besteht allerdings darin, wieder auf die Luftatmung umzusteigen und die gesamte Flüssigkeit aus der Lunge zu bekommen. Falls dich das Thema weiter interessieren sollte, habe ich dir ein englisches Video unten verlinkt. Zuerst mal die messbaren Daten. Die Größe des Brustkorbs und damit der Lunge ist ein Faktor. Ein anderer ist die Geschwindigkeit des Stoffwechsels. Das heißt, wie schnell verbraucht der Körper den vorhandenen Sauerstoff und produziert dadurch Kohlenstoffdioxid. Natürlich haben auch der Lebensstil, Rauchen und Ernährung, wie auch der Trainingszustand einen starken Einfluss. Freediver, also Leute, die ohne Sauerstoff längere Zeit unter Wasser sind, nutzen Techniken, um das Lungenvolumen noch weiter zu erhöhen. Dazu holen sie Luft bis zum Maximum und forcieren dann kurze Einatmungen, um noch mehr Luft in die Lunge zu bekommen. Aber aufpassen, das Ganze sollte unter professioneller Aufsicht trainiert werden, da du dir auch schaden kannst, wenn du das Ganze übertreiben solltest. Der größte Faktor scheint jedoch die mentale Stärke zu sein, denn der Drang, Luft zu holen, wird mit der Zeit natürlich immer größer. Was ist wohl die Weltrekordzeit fürs Luftanhalten? A. 12 Minuten, B. 24 Minuten, C. 28 Minuten oder D. 19 Minuten? Die erstaunliche Antwort lautet 24 Minuten und 3 Sekunden. Genau erklären kann man das so nicht. Aber die Vermutung ist, dass unser Wille uns zu übermenschlichen Leistungen treiben kann. Die Alveolen kollabieren und verkleben, was als Atelektase bezeichnet wird. Hält das Ganze länger an, so baut die Lunge sich daraufhin um und verfestigt das Ganze noch weiter. Dadurch stauen sich die Flüssigkeiten an und sind so eine perfekte Brutstätte für Bakterien und sonstige Erreger, die dann wiederum zu einer Pneumonie, also Lungenentzündung, führen können. Aber zum Glück kann man sich durch Bewegung und frische Luft davor schützen. Ich hoffe, du konntest etwas über die Lunge lernen. Ansonsten sind hier noch meine ABC-Liste und meine Zusammenfassung. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag.